Oh Mann. Oh, ist jetzt aber auch zu lachen. Du hast auch gelacht. Ja, du hast auch gelacht. Ja. Ich sitze und das guckst du die Kamera und so. Ja, dann warte. Bis du anfängst. Okay, jetzt. So, chill doch mal. Soweit. Hoch die Tassen, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Affentalk. Heute mit mir und dem Duck. Also die übliche Besetzung. Nein, hast du unsere Spezialgäste vergessen? Was meinst du, warum die Äpfel hier stehen? Ja, hier sind jeweils zwei Shinigamis, was sie gemacht haben. Ihr könnt sie aber nicht sehen, weil ihr habt ja nicht das Death Pad berührt. Das ist ein Death Pad. Ja, das, du kannst sie ja auch sehen. Okay. Genug gesagt. Was hast du gesagt, Shinigami? Ja, er ist ein Spasti, das stimmt. Okay, weiter geht's. Fuck you, Shinigami. Thema heute: One Piece Kapitel 801? 801, ne? War jetzt. Ja, das war 801. 801. Was halt klar alles geschehen ist seit dem letzten Mal. Es sind 6 Kapitel vergangen. Das ist ja fast wie eine Review, ey. Ja, eigentlich schon. Also, ne, wir reden ja so. After Review. Es ist halt alles ein bisschen länger ausgedehnt. Egal, auf jeden Fall. 6 Kapitel sind vergangen, also mindestens 6 Wochen. Das waren sogar, glaube ich, 8 oder 9 Wochen, weil es immer ein paar Pausen waren. Ja. Und was ist passiert, Doc? Was ist passiert? Das letzte Attentat über One Piece war ja da, wo Kaido aufgetaucht ist. Und im ersten Jahr haben wir schon ziemlich viel über One Piece gesprochen und über Kaido und was passieren wird. Unsere Vermutungen, was in den nächsten Kapiteln geschehen wird. Und eine Vermutung war richtig, und zwar, dass Kaido nicht mehr auftauchen wird. Stimmt, lange vielleicht. Wir haben es doch gesagt, wir haben gesagt, ey, der taucht garantiert nicht mehr auf. Der wird jetzt erstmal nicht mehr auftauchen. Und es kam, ich weiß nicht, direkt das Kapitel danach war was ganz anderes. Ja, danach war wieder Ruffy und die, also der Dressrosa, wie die dann in diesem Haus aufgetaucht waren. Es war gar nicht mehr so viel Spannendes eigentlich. Also erstmal, oder? Ich glaube, die ersten 2 Kapitel waren das jetzt nicht so besonders. Nee, es war aber dann das, dass Ruffy zu Rebecca gegangen ist. Genau. Dass er sie geholt hat. Er hat sie geholt und wieder zu Kyros gebracht. Genau. Vater. Und ein bisschen Happy End. Sabo ist weg. Nee, das war schon davor. Das war schon davor. Dann ist noch irgendwas, vor dem Big News ist noch irgendwas passiert. Ja, Fujitora. Genau, Fujitora kam und wollte den Ruffy fangen. Ja. Und die ganze Bande. Ja, weil die Würfel haben das so entschieden. Genau. Aber naja, Goku. Leute, die es wissen, ja, Fujitora, wir erzählen jetzt auch nur Fakten auf, die passiert sind. Na, auf jeden Fall ist der aktuelle Stand. Die neuen Kopfgelder sind aufgetaucht. Was noch spannend ist, das habe ich vergessen. Ruffy ist so gesagt der Next Whitebeard. Ja, wie cool ist das denn, als sie gesagt haben, sei unser Vater? Das war also, so ein Gänsehautmoment. Das war einfach nur geil. Einfach nur richtig fett. Boah, ich finde es halt krass. Du weißt, dass auch alle sozusagen Söhne von Ruffy jetzt richtige Motherfuckers sind. Also ja, wo die richtig stark sind. Weil bei Ruffy war es ja so, du kannst jetzt höchstens so die ersten 3 von denen. Ja, und die danach. Und danach warst du so Nobodies, No Names. Ja, also bei Ruffy kennst du halt so ziemlich jeden. Gut, ich meine jetzt dieser Columbus, oder wie heißt der Typ, der irgendwie die größte Anzahl an Armeeleuten hat, dieser Ex-Junta-Admiral oder sowas. Der war einfach aufgetaucht irgendwie. Ja, der kann irgendwie, der hat der Zorro geworfen zu Pika. Irgendwie, der kann saugut werfen und der ist jetzt zum Beispiel nicht so stark, aber so ein Typ. Wurf auf 20. Weil dieser Typ, der Sohn von Jin Zhao, der Sai, der Cavendish natürlich, Bartolomeo. Boah, Bartolomeo ist einfach der Beste. Dieses Schiff, die Going. Luffy Senpai, die Going. Das ist schon so geil. Das ist einfach so, bestes Schiff. Boah, und beste Nachricht, Bellamy ist nicht nur Crew. Ja, unsere Gebetrunde hört. Aber ich frage, er kommt aber noch in Zukunft vor und wird dann auch die. Ja, der hat auch so eine Wie bekommen. Genau. Ah, so, Steckbriefe. Wie findest du die Kopfgelder? Also, ich finde die nice. Also von den Zahlen her, manches finde ich. Ja, ich finde super süß. Also, das Doppelte? Er hat sich verdoppelt. Mehr als jeder andere. Also die anderen haben sich nicht verdoppelt. Ja, eben. Obwohl, nee, gar nicht. Lysop. Lysop ist echt. Also bei Chopper ist der einzige, wo ich es eigentlich schade finde.
Weil. Aber okay, aber hat doch nicht, jetzt noch nicht so großartiges gemacht. Ja, das stimmt, aber Nami und Sanji auch nicht. Also alle, die auf dem Schiff waren, die haben ja nichts gemacht, zumindest nicht so von der Marine weiß. Ja, aber die wissen ja, was sie können. Die Leute sind so. Die wissen, denken, du bist ein Tier. Ja. Ich finde das ein bisschen blöd, weil Chopper ist eigentlich schon stark, er ist auf jeden Fall nicht der Schwächste. Okay, ist echt dumm, weil eigentlich hätte schon ein höheres Geld verdient nach der CP9. Ich fand das ja, aber der war halt auch nur als so ein Riesenvieh bekannt. Stimmt. Deswegen, der kann sich halt so verwandeln und vielleicht. Das klingelt den Telefon. Vielleicht. Ach, oh Mann, egal, das ist weg. Vielleicht wird er deswegen nicht erkannt oder so. Das finde ich als einziges bisschen blöd. Nami, glaube ich, 66 Millionen. Die sollte eigentlich das Niedrigste haben, meiner Meinung nach. Ich finde die am schwächsten. Den ganzen Strohhüten, aber passt jetzt eigentlich, wer weniger wäre jetzt ja, auch blöd. Aber ich finde Lissop geil. Lissop ist ja, wir müssen chronologisch vorgehen, ja. Dann kommt Omas, okay. Ja. Dann kommt Brook, ist auf jeden Fall auch gut. Dann zu Frankie kommen. Frankie, der hat nicht seine 100 Millionen, ganz knapp. Ja, das ist halt. Deswegen ist er so pissed auf Lissop. Deswegen ist er so pissed auf Lissop, weil Lissop ja so viel hat. Dann kommt Nico Robin. Echt, hat Lissop mehr als Nico Robin? Ja, Lissop hat ist Platz 3. Krass. Echt, Nico Robin hat 130 Millionen. Krass. Sanji hat sich um 100 Millionen erhöht. Ist auf jeden Fall vollkommen gerechtfertigt von Sanji. Also finde ja, ich okay. Also bei Sanji, die glatten Zahlen, auf die haben wir irgendwie, hat Oda irgendwie keinen Bock. Ich hätte jetzt eingeschätzt 200 Millionen. Ja. Bei Sanji hätte ich vorher eingeschätzt. Zorro finde ich gut, 320 Millionen. Ja. Ist jetzt so wie Basil Hawkins. Mhm. Ja. Ruffy ist auch okay. Ruffy 500 Millionen, was Höheres hätte ich auch nicht erwartet, weil. Das höchste bekannte Kopfgeld in One Piece ist nämlich. Das von. Warte, von Ace sogar? Ja, von Ace. 550 Millionen. Genau. Das ist das höchste bekannte Kopfgeld. Oh. Die anderen hat man noch nie irgendwie in der Serie oder im Manga gesehen. Aber jetzt kommt das Interessante. Lysop hat durch seinen Gott Usopp-Titel einfach ein Kopfgeld von 200 Millionen und damit höher als Sanji. Und damit ist er quasi. Hat er Sanji von dem Monster-Trio gestoßen. Natürlich weiß jeder. Leser und Zuschauer von One Piece, dass Sanji einfach mal hier den hier mit Lysop machen würde. Ja. Aber Lysop, das Dressrosa war sowieso ein richtiger Lysop-Arc, ey, ohne Scheiß. Was er alles gerissen hat, ohne den wäre jeder am Arsch. Das ist aber echt aufgeblüht. Ja. Da hat er gezeigt, er ist ein Mann unter den Männern. Ja. Manchmal hat er schon ein paar männliche Äpfel. Aber jetzt nochmal zum Steckbrief, jetzt noch das Interessante an den Steckbriefen. Und zwar steht bei jedem drauf, Toto lebendig, außer bei Sanji. Da steht nur lebendig. Und das ist eigentlich, also ich finde schon, das ist fast das Hauptthema heute, oder? Also ich finde, das ist für Sanji, der so im letzten von dem Dressrosa-Arc ziemlich vernachlässigt wurde. Der wurde sowieso ganz von Peace, außer als sie ihn gefunden haben, nicht irgendwie wirklich geschätzt. Also ich finde, der hat auch, also heißt immer nur, oh Zorro, oh Ruffy, aber nie irgendwie Sanji. Ich finde, Sanji ist ganz schön. Auch einmal gab es also einmal schon bei. Daft Punk. Daft Punk? Das ist eine Band. Nicht Daft Punk, jetzt ist scheiß Insel nochmal. Keine Ahnung, war nicht. Bei fucking Fabrik von Cesar. Ach so. Da gab es einen Moment mit Sanji. Da haben die ihn gerufen, aber sonst. Aber Sanji ist immer so ein Charakter, der wurde immer so voll vernachlässigt. Ja, das stimmt. Der wurde so. Seit Anfang an so voll underrated. Ja, das stimmt echt. Der hat doch nie so die großen Rollen bekommen. Aber Sanji ist schon richtig cool. Also ja, ich finde Sanji auch. Obwohl immer hieß es so, das Monster-Trio sei, das ist immer so der drittstärkste sei. Außer Crew. Ist er auch definitiv. Ja. Also definitiv. Also vor nach den drei Jahren. Natürlich hätte er nie eine Chance gegen Nico Robin, weil er keine Frauen angreifen kann. So, jetzt stellt sich aber die Frage, warum steht bei Sanji nur Alive? So, es gibt ja schon seit One Piece Beginn, wirklich seit One Piece Beginn, diese Theorie, dass Sanji ein Prinz ist. Ja, und jetzt hat sich diese Theorie einfach mal richtig krass bestätigt. Ja, ist ich kann mir auch nichts anderes, dass er entweder ein Prinz ist, ein Tenryubito, ja, oder so wie bei Sabo, so ein Adliger. Ja, es muss halt was mit der Vergangenheit und dass jemand und warum es vorher nicht da stand, ist ja klar, weil vorher gab es kein richtiges Bild, sondern nur diese Zeichnung. Und jetzt gibt es ein richtiges Bild und dann hat dann irgendjemand ihn erkannt, sagen wir mal ein Tenryubito, hat ihn erkannt und hat gesehen, oh fuck, das ist mein Sohn, Neffe, Vater, was auch immer. Vater wahrscheinlich eher weniger. Der darf nur lebendig gefangen werden, die Strohhüte zwingen ihn bestimmt dazu. Also der ist bestimmt gar nicht so. Ja. Aber auf der anderen Seite kann ich mir einen Tenryubito nicht so vorstellen, weil wir wissen ja, was für abgefuckte Arschlöcher die sind, ja. Und wenn da einmal jemand rausgeht, ist der gefickt. Das war wie bei Doflamingos Vater ja auch so. Der wollte rausgehen, hat gesagt, ja, es tut mir leid, bla bla. Und dann haben die gesagt, nee, du kannst uns mal, fick dich. Und bei Doflamingo auch, den wollten ja auch nicht wieder haben, auch als er seinen Vater getötet hat und ja.
weiß halt, aber die Frage ist halt, was ist dazu in der Lage, überhaupt Steckbriefe zu beeinflussen? Und ich weiß nicht, ob. Tenjiro Bito? Vielleicht, aber ein König von irgendeinem Königreich, beispielsweise Vivis Vater, so in dem Rang, ist der dazu also, entstanden? Doch, ich glaube bestimmt schon. Bestimmt, also es, ich gehe mal davon aus, es muss das mit der Vergangenheit zu tun haben. Ja, und Sanji ist auch der Einzige, der halt niemand in seinem Leben verloren hat. Von den Flashbacks her. Der hat kein verloren. Das ist der Einzige von den ganzen Ruhen. Da überall gibt es krasse Schicksale, dass sich irgendjemand verloren hat. Gut, bei Ruffy ist es dann später erst Ace geworden. Ruffy hat ja vorher, glaube ich, auch niemanden, den gestorben ist. Die Mutter weiß man ja nicht. Ja, aber was man halt jetzt kennt. Jeder hat ja so ein Flashback. Ace jetzt nur Ace. Nami hatte seine Mutter. Doch, auch Sabo. Aber von Ruhe. Ja, aber das kam ja auch erst später. Ja, also nach Ace. Aber dann haben wir was die Mutter. Lissab war es auch die Mutter. Bei die ganzen Mütter verrecken überall. Lissab war es die ganze Familie. Doch auch die Mutter. Ja, der Vater lebt ja. Nico, Robin war es auch die Mutter. Bei Frankie war es der Meister Tom. Ja. Zorro war es die beste Freundin. Bei Chopper war es Doc Bader. Oh, ja. Das war so mega traurig. Das war einer schönste Moment im One Piece. Tom Traurig. Wie ging es noch? Bei Brook war es die ganze Crew und Laboom. Ja, und wegen Laboom halt noch. Ja, genau. Also der ist ja nicht gestorben, aber. Ja, aber jeder hat irgendwie schon mal so jemanden verloren und Sanji nicht. Und da gibt es auch eine Theorie, die habe ich schon gelesen, dass Sanji vielleicht, angenommen, er hat jetzt einen Königsvater oder halt irgendeinen Vater. Ja. Und dieser Vater hat seine Mutter umgebracht. Oder so misshandelt, dass Sanji so ein Trauma davon geschlagen hat, dass er deswegen keine Frauen schlagen kann. Der kann ja nicht gegen Frauen, also Frauen verletzen. Egal wie sehr er es versucht, er wird ja sterben. Vielleicht ist das die Theorie dahinter und dann ist er abgehauen dadurch. Und der Vater weiß aber nicht, dass er es gesehen hat. Das wäre eine richtig harte Theorie. Also und das vielleicht, und damit man nämlich darauf hinauskommt, ja. Sanji hat jemanden verloren, dass der Vater die Mutter tatsächlich umgebracht hat. Auch. Und das vielleicht, ja. Ich weiß nicht, ob die dann Sanji darauf ansprechen werden, ob der eine Idee hat und er wird es dann erzählen. Man müsste auch erfahren, wie er zu Jeff gekommen ist. Dieser Koch. Ja, der war ja angestellt auf diesem Schiff. Mehr weiß man aber auch nicht. Aber ja, genau. Was davor passiert, genau. Ist keine Ahnung. Vor allem, wie er dazu gekommen ist, zum Schiff zu gehen. Ja. Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass das nächste Arc wird sich halt voll um Sanji drehen. Der nächste Arc, meinst du? Oder der nächste Kapitel jetzt wahrscheinlich. Die Frage ist ja auch, was passiert jetzt? Ich habe auch seit dem letzten Kapitel habe ich richtig Angst, dass es schneller vorbeigeht, als wir uns das vorstellen. Aber dann habe ich überlegt, in einem Jahr können ja nur maximal ohne Pausen 53 Kapitel kommen. Also von heute, dem 27. September, da fällt mir ein, der Max hat Geburtstag, alles Gute Max. Alles Gute. Happy Birthday. Bis zum 27. Oktober 2016 können nur 53 Kapitel kommen. Weil das Jahr nur 53 Wochen hat. Oder 52, egal. Und es werden auf jeden Fall weniger als 50 sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in 40 bis 50 Kapiteln One Piece zu Ende ist. Nee, schon. Das wäre viel zu schnell. Das wäre viel zu schnell. Wenn man überlegt, wie lange Dressrosa jetzt ging. Dressrosa ging 2 Jahre. Und ich muss im Nachhinein sagen, viele kritisieren das, aber es ist der beste Arc. Also ich muss sagen, Dressrosa war am Anfang echt anstrengend. Also zu kursieren war geil, da gab es diese Part, wo du ein bisschen... Wo es nicht so spannend. Jetzt am Ende wurde es wieder richtig geil. Mit den ganzen Kämpfen. Vor allem die Kämpfe ein bisschen low. Mit Dressrosa. Ich fand es nicht so geil. Ja, die waren echt, die Gegner waren ein bisschen schwach. Aber so Sachen, sowas wie Informationen, Geschichte und den ganzen Scheiß, das war schon richtig geil, schon so. Also, ja, da hast du echt. Und an neuen Sachen, so viele neue Charaktere, die richtig geil wird. Und Doflamingo war mit Abstand der geilste Bösewicht, auch wenn er sehr leicht besiegt wurde. Ja, weil, ich fand das ein bisschen schade mit Doflamingo. Ja, er wurde leicht besiegt, aber er war trotzdem cool. Ja. Also der war halt so richtig böse. Ja, das war so ein typischer Mafia-Boss. Der war einfach. Vor allem einfach gar nicht. Ist so schade irgendwie. Da kommt der Flamingo und dann irgendwie kommt dieses Erwachen und direkt danach eine Force of Ruffy, der wird besiegt. Ja, genau, dieses Erwachen. Weißt du auch, dass Ruffy auch irgendwann erlernen kann? Der kann dann, keine Ahnung, was soll er dann machen? Soll er den Stuhl, auf dem wir sitzen, zu Gummi machen oder was? Und dann kontrollieren? Ich frage immer Ruffy, wie weit will er noch gehen mit seinen Fähigkeiten? Und wird er irgendwann eine zweite Teufel vorkriegen? Weil ich meine, okay, so G2 und G3, das ist ja schon voll crazy. Weil da hättest du nie gedacht, das Blut zu pumpen, damit du schneller wirst.
oder sich ordentlich aufzupusten. Ja. Und dann halt Gear 4, das war eh crazy shit. Das halt, weiß man genau, wie das eigentlich geht. Gear 4? Ja. Ich kenne mal aus, das ist eine Mischung aus also Haki, Gear 2 und Gear 3. Halt. Da beißt er ja hier in den Ellbogen rein. Ja, und, dann, aufpusten. Und das Haki tut das alles festigen, glaube ich, oder so. Ich weiß ja, genau, nicht. Genau, gab's eine Erklärung? Und das Besondere ist ja, dass durch dein Haki wird ja alles fest, aber das ist ja mit G4, dass sich schon auch noch so dehnen kann mit dem Haki. Ja. Das ist das Besondere. Also das ist immer so elastisches, auch bei Schlägen. Wir schweifen schon wieder vom Thema ab. Wenn wir Dressrosa war geil. Ja. Und Sanji, ich fände es ja cool, wenn es ein Henry Beto wäre. Irgendwie, ich weiß nicht. Ich lasse mich überraschen. Ich bin generell so voll Sanji-Fan. Also ich bin ein richtiger Sanji-Fan, weil ich finde es halt schade, dass er so underrated ist. Deswegen freue ich mich einfach auf generell alles, was mit Sanji ist. Ich finde Sanji einfach cool. Also erstmal, er ist lustig, er ist retarded, er ist stark. Er ist richtig stark. Vor allem jetzt, ey. Vor allem, ich will schon mal richtig kämpfen sehen. Und was kommt aber jetzt? Jetzt ist ja quasi, ich meine, Junge, du weißt, wenn Frankie eine andere Frisur hat, ist ein neuer Arc eingeleitet. Ja, andere Frisur von Frankie. Wenn Frankie eine andere Frisur hat, neuer Arc. Also, ich gehe von aus, also Don Flamingo hat es ja schon so ein bisschen angekündigt, was passieren wird oder soll. Krieg. Genau, sozusagen Krieg. Immer gleich. Das hat er gesagt und er hat auch darüber gesprochen, welche hat die Welt regiert oder wer da die Ozeane regiert. Ja, genau. Sind sie vier Kaiser oder sind halt diese elf Rookies? Die Revolutionäre. Oder die hat die Marine. Diese Frage wird sich sehr bald beantworten. Und da fallen mir noch ein paar andere Sachen ein. Und zwar, erstens, wer ist dieser Captain Jack? Captain Jack? Das ist der Typ, der Doflamingo befreien will, auf dem Schiff. Das ist der auf dem Schiff von Kaido. Stimmt. Der sieht aus, auf dem Bild, wie Captain Morgan. Was wäre, wenn Captain Morgan in Kaidos Crew gegangen ist? Ich finde, das kann man sich gar nicht vorstellen, weil Captain Morgan war ja eigentlich schon richtig schwach. Der war ja ganz am Anfang von One Piece. Ja, und dann hat ihn eigentlich seit dieser Stelle mit Garp, wo er geflohen ist. Ja, nie wieder gesehen. Nicht mehr gesehen. Ja. Der könnte ja theoretisch sein, dass er eine Teufelsfrucht bekommen hat, logischerweise irgendeine Swordfrucht. Und jetzt das Schiff angreift. Könnte gut sein. Das wäre eigentlich cool. Oder es ist halt ein neuer Charakter. Aber wieso heißt er dann Captain Jack und nicht Captain Morgan weiterhin? Vielleicht gar nicht. Und was mir noch eingefallen? Und bei diesem Bild, da gab es ein Bild, wo. Da hat Doflamingo erzählt, wer wird bla 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 irgendwas regieren, ne? Ja, genau. Da waren ja alle abgebildet. Ja, genau. Alle Rookies, alle Samurai, alle Kaiser, ja, ja. Die Marine und die Revolutionäre. Ja. Und es waren auf diesem Bild zwei Charaktere, die unbekannt sind. Echt? Ich muss es kurz angucken, weil ich hab's nicht geblieben. Es war bei den Revolutionären einer, den kannte man gar nicht. Irgendjemand Neues, muss irgendjemand Wichtiges sein. Ich gucke jetzt auch nochmal gerade. Mann, das ist eine Scheiße. Lass mich verarschen. Die hat das neues Kapitel nicht mehr. Das ist schon seit einer Woche was raus. Ich finde das echt so geil. Alter, die kommt mir. Ach, hier. Ja. So. So, okay, warte ich. Du meinst da hinten, gell? Den. Genau, das da. Da vermutet man Dr. Vegapunk auf diesem Bild. Hier gibt es den jetzt auch noch. Dem, was ist mit dem? Yeah. Und das könnte ich mir gut vorstellen. Und hier bei den Samurai, dieses Federgestrüpp, ob da Doflamingo sein soll, oder keine Ahnung, weil man kennt ja, ein Samurai kennt noch nicht. Der ist doch, glaube ich, irgendwo verdeckt von der Luftblase oder so. Weil es gibt ja die vier Kaiser, die kennt man ja. Die sieben Samurai kennt man ja noch nicht, alle. Man kennt ja, ist jetzt Doflamingo weg? Also, yeah. Ein neuer ist ja da, den man noch gar nicht kennt. Ja. Genauso wie von den. Bei der Marine, stimmt, bei der Marine gibt es auch immer einen neuen. Und zwar der eine Admiral, der noch fehlt. Der grüne Bulle heißt er. Ah, stimmt, ja, ja. Den gibt es noch, der sei jetzt auf dem Bild, da siehst du auch nur so ein bisschen die Haare. Da könnte man auch davon ausgehen, dass es vielleicht eine Frau ist. Kann ich mir vorstellen, dass eine Frau ist, so als Abwechslung. Wäre eigentlich cool. Ja, keine Ahnung. Was jetzt. Können, könnte oder so, keine Ahnung. Aber da gibt es auch so bescheuerte Theorie. Also das wäre echt richtig bescheuert, wenn der eine Samurai, der noch fehlt, deswegen, da passt nämlich dieses Federgestrüpp dazu, Shiki wäre. Warum?
Warum soll Shiki nein, der wurde doch gefangen. Vor allem ist er doch nur im Film vorgekommen. Also ich meine, die Filme sind ja... Die haben ja nichts mit der Story zu tun. Ja genau, das gab's auch diese... Ich meine, gut, das würde passen von diesem Dings, aber weil er ja auch so ein Buschanzug hat, so wie du verwendet, ja, nur ein Orange. Sind Pelz oder so. Das sind ja da Haare sogar. Stimmt, das sind sogar nur die Haare, ja. Aber der ist viel zu OP als Samurai. Also erstmal, der hat gegen Gold Roger gekämpft. Der war den Erzrivale von Gold Roger. Der muss wohl stark sein. Ja. Gut, das war für den besiegt. Das war für dieses fragwürdig, warum nicht? Ich meine, der hat die so auseinandergepickt, allesamt, ey. Bei dem neuesten Film war es ja, glaube ich, genauso. Dass er richtig bescheuert war, dass Ruffy eigentlich gewonnen hat. Ja, das ist halt gar nicht so viel. Aber rein zu reden, hätte Ruffy verlieren müssen. Ich meine, der Typ konnte fliegen. Der hatte Schwert an seinen Füßen. Der konnte die Erde zum Löwen formen. Junge. Der war so OP eigentlich. Ja, also nee, das wäre. Ich habe aber auch keine Ahnung, wer es sein könnte. Ob es überhaupt jemand ist, den man kennt. Das ist bestimmt jemand Neues. Aber es kann ja nicht einfach jemand Samurai sein. Obwohl, war ja eigentlich obwohl doch, mehr oder weniger genau, aus. Genau, da war auch. Obwohl, naja, mit Samurai, weil er doch Ace gefangen hat. Ah, stimmt. Stimmt. Aber den kannte man auch nicht. Also, er hat ja kein Kopfgeld, gar nichts. Ja, Blackwood konnte man. Ey, ungelogen, bei Blackwood habe ich am Anfang gedacht, wo man gesehen hat, vor Skype ja, das wäre dann irgendein so komischer Charakter, aber nur. Ja, der war nur da. Ja, so ein random Typ. Ja, so. Genau. Und ey, das ist dann so ein Schoko wird, ey. So ein Wichser wird. Nie hätte man das gedacht, dass der mal so Blackbeard ist. Und man hat auch das Gefühl, dass er so wichtig wird bei den Dingen. Ace hat immer erzählt von Balawasser, dass er jemanden sucht namens Blackbeard. Ja, genau. Und man hat immer so gedacht, yo, ja, der wird es schon irgendwie schaffen und alles. Aber dass sich das alles so wendet, wir lenken wieder voll vom Thema ab. Ja, egal, passt ja. Zu hart, ey. Was für das ist der Su oder ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, Su oder So oder wie auch immer der diese Insel heißt, wo die sich ja treffen wollen, mit Lost Crew, ob da schon der nächste Arc ist mit Kaido oder ob es jetzt direkt irgendwie in den Krieg geht oder. Ich hoffe nicht. Also ich hoffe nicht, ich hoffe es kann. Ich glaube, was da noch ein bisschen. Was wird der nächste Arc sein? Wo wollen die jetzt überhaupt hin? Die wollen zu nach Su oder auf Su? Die Frage ist halt, was. Das Problem ist, man kennt die neue Welt nicht. Das weiß man ja auch nicht, aber. Das ist halt alles, das ist eine Frage, die kannst du halt nicht beantworten jetzt. Da fehlen halt ein paar Informationen. Da fehlt halt alles. Du hast ja keine Map von Grab, von der neuen Welt. Aber was wollen die? Wollen ja eigentlich erreichen, dass Kaido niedergestreckt wird. Eigentlich war ja der Plan, dass Kaido Doflamingo umbringt. Das war ja eigentlich der Plan. Und jetzt wird ja Kaidos Crew versuchen, ihn zu befreien. Genau. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass sie das schaffen. Aber auf der anderen Seite, auf diesem Schiff von der Marine, sind nur Typen mit Teufelsfrischen. Stimmt. Die müssen das scheiß Ding einfach versenken. Der wäre auf dem Ding aber auch tot. Ja, vielleicht wollen die ja den umbringen. Stimmt, du denkst, Kaido hat ja gesagt, er will ihn töten. Stimmt, hat er gesagt. Ja, stimmt. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass die Sengoku, Fujitora, die Wäschetussi töten. Ich weiß nicht, wie die heißen. Voll die Wäschetussi ist bestimmt voll okay. Ich meine, die ist bestimmt voll stark. Ja, die ist ganz schön voll stark. Muss sie einfach. Und die sind ja auch gar nicht mehr bei der Marine, die beiden. Nee, Sengoku ist nicht mehr bei der Marine. Nee, sie schon, ne? Ja, sie ist auch bei der Marine, aber sie geht ja nicht mehr. Ich fand das auch so krass irgendwie. Ich fand es da schön bei Dressrosa, wo dann so Fujitora sich so jeden Schrott im Himmel hochgehoben hat. Und dann, der konnte er auch nicht fallen lassen, weil die ganzen Menschen Ruffy helfen wollten. Ja. Das war schon voll geil. Ja. Schön. Die haben alle so nur so, halt so geredet von wegen, ja, wir kriegen dich, Ruffy, und lachen so dabei, wir kriegen dich, ja, hab genau. Dich. Weil er ist ja blind und so. Ich hab dich. Oh, da fällt mir noch was ein, was im Kapitel passiert ist. Ja. Der zweitbeste Gegner von Ruffy ist wieder aufgetaucht. Rob Lucky. Ah ja, stimmt. Rob CP0 taucht wieder auf. Zu hart, wahrscheinlich jetzt CP0. Und so wie es aussieht, steht Spandam unter Rob Lucky. Ja. Also man hat im Kapitel gesehen am Anfang, dass Rob Lucky und Spandam halt in der Gasse saßen und hat, ich weiß nicht, was haben die gesprochen? Die waren ja nicht, für mich sah es aus, ob die irgendwie so eine Art Raum wären oder so. Oder was weiß irgendwie sowas ist das. Also die haben halt über diese Waffenlieferung gesprochen. Ja, genau. Und dass die alle aufgehalten wurden von den Revolutionären oder so. Und da war halt eindeutig Rob Lucky zu erkennen. Ich meine, der hatte eine Taube auf der Schulter und diesen komischen Bart hier unten. Und Spandam diese komischen Masken gemütlich hat. Also, ja, alte schon erkannt. Also, jetzt ist es interessant, sind die anderen wieder dabei? Also, ich habe gelesen, man vermutet, dass alle, ich glaube, bis auf Ecky nicht dabei sind. Aber ich glaube nicht, dass Ecky nicht dabei sein sollte.
Also von Eki würde ich mir noch am meisten wünschen, dass er dabei ist. Ich habe echt. Und wer ist der Ja? Diabura, echt. Die beiden, den Rest kannst du mal schmeißen. Die waren so geil, echt. Ich hab die Typen geliebt, ey. Und vor allem, die waren noch richtig stark eigentlich. Also, die Kämpfe gegen die beiden waren richtig hart. Und vor allem war es auch mega witzig, so mit Lust auf so geschwert und so. Oder Diabura. Robin, seine Schwester. Ja, genau. Steht so zu hart, diese Linie. Ist echt drauf. Aber. Eki war einfach nur cool. Ich weiß gar nicht, wie der im Japanischen heißt. Ich glaube auch. Eki. Der hat einen ganz anderen Namen. Echt? Ja, ich hab's mal irgendwo gelesen, krass. Auch cool, Fun Fact, und zwar das Fushiguro hat ja selber gesagt, die Augen kaputt gemacht. Damit er nicht mehr das Böse der Welt sehen muss. Genau, aber dank Ruffy bereut er dieses Tun von ihm, weil dann Ruffy sowas wie eine gute Person sieht. Und er würde gerne sie wieder aussehen. Ja, Mann. Aber ich finde es voll geil, das von so einem Admiral zu hören. Ja. Ich Fushiguro ist auch... Also ich finde Fushiguro ist einfach richtig cool. Also ja. Ich finde so ein schöner Satz für... Erstmal ist er voll stark. Ja. Und außerdem ist er ein Schwertkämpfer und kein Logia-Nutzer. Das ist Admiral. Stimmt. Was ist sein Schwert überhaupt? Paramezia? Wahrscheinlich Paramezia, wenn er will. Ja, gut, Logia bestimmt nicht. Ja, so also, nicht. Stimmt. Und er selbst hat doch gar keine Teufelsfrucht. Ja, genau. Stimmt. Da fällt mir gerade ein, der könnte ja schwimmen auf dem Schiff. Der hat ja keine Teufelsfrucht gegessen. Nur sein Schwert kann nicht schwimmen. Ich hab schon versucht, so. Mein normales Schwert, da könnte er schwimmen. Mein Schwert von by the way. Der fängt so im Wasser auf, gell? Der versinkt so mit, weil es so schwer wird. Vielleicht, ich weiß nicht, keiner. Und das Schwert so, ja gut, Fushiguro, lass mich los! Auf der anderen Seite, der ist blind und sein Schwert würde im Wasser nicht gehen, was soll der machen? Der kann ja nichts ohne sein, also der kann bestimmt schon was, aber der ist blind und im Wasser. Ohne Teufelskräfte, was soll der machen? Aber braucht man. Ja, aber der Fushiguro ist schon cool. Also ich bin also dabei. Es gibt viele Fragen. Ich meine, die eine Frage, was sind blaue Fasanen? Es gibt so viele Theorien. Wer ist das und das neu? Wer ist bla bla? Was ist das? Junge, was ist wer dies, ist wo? Ruffs letztes Mitglied. Würde ich mal so gerne wissen. Ah, gut. Weil ich. Als letztes. Weil ich gehe davon aus, dass Ruffy noch ein Mitglied in den aufnehmen will. Er wollte ja, er hat ja zumindest am Anfang gesagt, er will 10 Mitglieder. Nee, also seine Worte waren. Ich habe da so an 10 Mann gedacht. Ich glaube, dass das bei 10 Mann bleiben wird. Aber genau genommen mit Jimbe sind es doch 10, oder? Jimbe, ja genau, es fehlt noch einer. Ja, Jimbe. Das fehlt ja noch offen, ob Jimbe kommt. Also Jimbe hat normalerweise schon. Jimbe hat gesagt, er wird ja kommen, aber muss noch was erledigen. Genau, das mit Big Mom muss irgendwie erst, weil er noch irgendwie unter der Fittiche steht oder sowas. Ja, irgendwie sowas, genau. Ach, ich will Big Mom, wird auch noch kommen. Ruf sie eigentlich. Die kommt hier doch noch. Boah, da freue ich mich schon richtig drauf, wenn Ruffy erstmal hier richtig Big Mom. Big Mom. Gear. So Little Mom macht. Gear 5. Gear 5, genau. Und vor allem, was die auch kann. Aber erstmal kommt jetzt Kaido und Kaido sieht schon. Boah. Ist wirklich von Dressrosa Arc. Der hatte einen Auftritt, aber gehört automatisch schon zu den Top 10 meiner Lieblingscharaktere von Dressrosa. Von dem Arc. Ich finde so cool irgendwie. Aber allein dieser Auftritt von diesem Erzähler, der so erzählt, yo, er ist so und so oft gestorben, er wurde das und das gefangen genommen, er versucht sich immer selbst umzubringen und dann ist es einfach fucking Kaido. Und ich meine, und dann wieder auch aussieht, Junge, wie der aussieht. Und dann fand ich noch die Reaktion, wir haben es ja, als wir im Holiday Park waren, lustiges Video by the way, haben wir alle drei das nacheinander gelesen. Der Duck sagt so, ja, mein Kollege hat mir gerade geschrieben, ich muss unbedingt das Kapitel lesen. Duck liest es so. Alter, der kommt überhaupt nicht drauf klar. Ich so, Mann, ey, mach mal keinen Scheiß, ey, so schlimm kann es sein. Ich lese das so und ich so, oh mein Gott. Und dann kommt Nico so, ob er so gut wird, ey. Nico, halt dein Maul. Vor allem mitten in der Schlange von der Wasserrutsche, wir stehen so da. Nico liest alles so still, Nico liest und auf einmal so, Alter, halt die Fresse. Und alle so neben dran gucken so. Also, keine Ahnung, mega Witz. So. Und ich so, na, hast du es jetzt zu Ende gelesen? Der so, Alter, nein. Super, ey, keine. Und, wann kommt Eden denn wieder? Ja, gell? Okay? Ich freue mich so auf Edens Auftritt. Ich warte auch schon. Weil, und vor allem ist er gut. Ich würde mich echt freuen, wenn er es Ruffy halten würde. Ich stand immer fest, dass die CP9 wiederkommen wird und Eden. Und wenn CP9 ist jetzt wiedergekommen, fehlt nur noch Eden. Ich hab Vermutung, dass Eden im nächsten Arc kommen wird, weil. Ich glaube, der könnte jetzt kommen bald. Vielleicht ist Eden auch der Samurai.
Das ja. Aber Chef, Chef war eh nicht auf die Gruppe. Never! Never! Der Junge, der. Also stärker als Zorus, der niemals, aber stärker als Sanji könnte ich mir schon gut vorstellen. Also der hatte so einen Vorteil durch diese. Die Donner- oder Blitzfrucht. Das ist ja Donner. Das ist durch die Blitzfrucht. Also die ist richtig stark. Als Samurai, das wäre echt eine Witz. Das wäre echt witzig, wenn er ein Samurai ist. Irgendwie, oder? Ich fand das. Oder er laut grüner Bulle. Nein, muss irgendwas Grünes sein. Also. Vielleicht steht da grüne Blitze. Nein, warum ist Fujitora lila? Lila hat ja. Hat er nicht irgendwas lila in Ande unten drunter gehabt? Oder? Ja, aber das hat er ja gerade wegen dem Namen. Ey. Also. Ich meine, die. Nee, ich meine, die haben ihren Namen bekommen und daraufhin tragen die Farbe. Und nicht umgekehrt, oder? Oder tragen die Farbe und dann so, ey, du trägst gelb, du bist ein gelber Affe. Okay, warum Affe? Das ist auch was Auffragen. Nee, nee, das passt eigentlich gar nicht. Roter Hund passt ja auch nicht. Ja, eben. Aber Sahne auch nicht. Die Farben passen halt. Aber ja, warum passt die Farben halt zu den Logia-Kräften halt. Ja, genau. Und warum passt jetzt Lila zu Kalitation? Ich kann Lila irgendwie. Obwohl doch Lila, weil Fisch mit Lila, mit der Farbe Lila kombiniert. Lila ist die Farbe der Unschuld, der Schwerkraft. Der Unschuld. Der Schwerkraft. Ihn als Samurai. Das wäre auch so. Aber nein. Wow. Da muss ich aber. Das kann alles passieren. Na, über Edel, Eshiro Oda kann alles machen. Der Pisser. Der Pisser. Ohne Scheiß, der Typ. Der ist so ein abgefucktes Mega-Brain. Dieser Mann ist so kreativ. Die Story ist zu hart von One Piece, ey. Boah, es gibt nichts, wo so viel Theorien ist wie über One Piece, ey. Boah, ach du Scheiße. Ähnel ein Samurai. Wenn du darüber ein Theorien-Video machen würdest und würdest dann Ähnel der neue Samurai? Fragezeichen. Und alle so angucken. Nein, aber es gibt ja halt gar keinen Indiz darauf. Also es gibt null Hinweise, dass überhaupt eins zurückkommt. Der einzige Hinweis ist, weil es Ähnel kommt und es ist ein Samurai, ist der komische Busch. Das sind einzelne Sachen, die außer das ist natürlich Doflamingos gewandt und der wurde dann auch noch abgebildet. Ja, das kann auch sein. Und dieser Busch würde halt gar nicht zu Ihnen passen. Ja, Mann, aber kein Meter. Ja. Ihnen Oberkörper frei. Fetten Brücken, Piercing. Oh, Edel. Mit den Sharingans. Ich meine, hallo, er ist der Eminem unter den. Mit den Sharingans auf dem Tank. Stimmt. Da gibt es auch irgendwie so ein lustiges Bild. Ja, hab schon gesehen. Ich weiß noch nicht mehr. Aber Ihnen ist aber. Ähnel gilt auch als einer der stärksten Charaktere in ganz One Piece. Ja, weil Blitz, Schnelligkeit schon hardcore sind. Was waren wir eigentlich vor Ähnel für ein Thema? Lippen CP9. Doch CP9, also CP0 wahrscheinlich jetzt. Mit Lucky und so. Ja, wer ist da noch Mitglied? Gut, wahrscheinlich kennt man die ja nur, diese neue Charaktere. CP, also Lucky wahrscheinlich. Können wir nochmal kurz darauf zurückkommen, wie cool Bartolomeo ist? Wie cool seine Crew ist. Ich habe das ja so gefeiert. Erstmal das Schiff, die Going Luffy Senpai. Kurzes Bild vielleicht irgendwie kriegen wir ein Bild reingeschnitten. Und dann kommt Ruffy auf das Schiff und dann so, oh ja, diese Wilfried hat bitte zu Luffy Senpai führen. So, und, ja. Und dann die so, oh Boss, ich bin so geblendet mit seiner Haftigkeit. Und dann so, oh ja, ich auch. Er ist so toll. Und der Lüster war einfach nur so neben dran. Mann, sind die bescheuert. Das ist einfach so, selbst die ganze Crew, das sind alles so Ultra-Ruffy-Fanboys. Stimmt, von denen hat Dressrosa Leuten hat sich das Kopfgeld auch um 100 Millionen erhöht. Stimmt, ja. Also Bartolomeo hat jetzt auch 200 Millionen, glaube ich. War gehört ehrlich gesagt sogar zu allen. Also. Nee, das ist kein Rookie. Zu den neuen Rookies, nicht die alten, also die neuen. Also nochmal neu. Ich glaube, es gibt nicht mehr als Generation von Rookies. Keine Ahnung, jetzt ist auch ein Rookie. Weil es gab ja die Rookies mit Ruffy und Kid ja, und er so. Ist auf jeden Fall dann weil dann gab es auch die Rookies mit diesem komischen Schleimtypen da. Weiß ich meine? Ja. Auf der Fischmenscheninsel. Ja. Der war auch ein Rookie angeblich. Also, ja. Also angeblich, der war ein Rookie. Ja. Weil dann gesagt hat, ist er eigentlich tot? Ja, nee. Der wurde auf jeden Fall fertig gemacht von diesen. Ja, genau. Von Big Mom. Ja. Ob der tot ist, keine Ahnung. Ist der Karibu oder so? Kann das sein? Ja. Spacko Schleimfrucht. Aber Bartolomeo. Dieses Schiff. Einfach vorne drauf, weil so fucking Ruffy, ey. So ein Ruffy-Galleonsfigur. Das ist zu hart. Der Mast am Stamm vom Mast ist so die Flying Lamb als Kopf. Ja, genau, stimmt. Das sieht schon echt mega witzig aus.
und die Kopfgeld. Und er auch so, ja, ich habe hier eure ganze Kopfgelder, ich habe die so epische Wand einfach so eingerahmt, alles in so edlen Dinge eingerahmt und überall mit Autogrammen drauf von den ganzen Schulen und so. Nachdem er darauf gefragt erst. Ah ja, genau, stimmt. Weil er auch noch dahin. Weil ich kam aufs Schild und dann wurde gesagt, ey Raffi, es gibt nur Kopfgelder von euch. Und man hat mir direkt so, ja komm mit, ich hab schon aufgehängt. Oder auch so, ja, so, ja von dir Lore gibt's auch, als hab ich schon das weggeschmissen, weil du das jetzt nicht schlecht. Und Lore einfach nur so, ja gut, ist mir eh egal, aber so voll der Megadiss so, ja Lore von dir gibt's auch, als aber du bist mir voll egal. Lore hat jetzt auch 500 Millionen. Lore ist auch ultra stark, ey. Boah, ich liebe Lore. Ich liebe Lore, das ist cool, Junge. Ich weiß gar nicht mehr, über was wir reden können. Stimmt, was ist. Nein, was ist jetzt mit Kaido und Kid und so? Immer noch Schlitz. Was war Kaido? Achso. Und Kid, ob die immer noch davor stehen? Ja, klar. Also, wahrscheinlich kommt dann irgendwann so, währenddessen war das und das. Ah, was mir noch eingefallen ist, hat, glaube ich, entweder letztes oder vorletztes Kapitel oder so, kam wieder dieser Erzähler auch. Ja. Und der hat erzählt, dass bald was Großes passieren wird. Hat er jetzt gesagt, ja. Erzähler. Das ist also so wie Doflamingo, der Art, dass bald ein großer Krieg kommen wird. Und das letzte Mal, als dieser Erzähler Krieg, da war. Krieg wurde doch irgendwie benannt. Der Krieg der. Ich weiß gar nicht mehr. Der Krieg hat sogar einen Namen. Hat der Doflamingo hat den Krieg sogar benannt. Ja, den Thron halt. Ah, stimmt, warte. Was für ein Nier. Aber nee, das stimmt, stimmt. Es gibt jetzt sogar auf Schottland eine riesige Lucky-Statue. Lucy. Lucy. Lucy Statue. Und nimmt man das Dings. Kryos. Kryos, ja. Ja. Und Lysop. LOL. Und das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber nur Gott, Usopp von diesem Gesicht, wie er so seine Zunge raus hat, so, und wo er Sugar erschrecken will. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist aber, das ist Lucky, ja. Ja, da sieht man auch gerade mal Lucky. Aber nee, als letzte Mal, als dieser Erzähler kam, das war. Als Ace und Whitebeard gegeneinander gekämpft haben, da hat der Erzähler gesagt, dieser Kampf wird etwas ganz Großes herbeirufen. Genau, so. Und daraufhin ist Marineford entstanden. Hm? Du hast verstanden, noch schön. Marineford ist daraufhin entstanden. Nur dadurch, dass Blackbeard und Ace gegeneinander gekämpft haben. Ja. Allein dadurch gab es dann nur den Krieg. Ja, genau. Da war auch dieser Erzähler, alter Manga nur, im Anime nicht, dass was groß passieren wird. Und darauf ist Marineford entstanden. Und jetzt hat der Erzähler wieder zu uns gesprochen. Und hier, und das war aber nicht in dem Kapitel, sondern in der davor. Ja. Und dann mit mir gespricht über den. Thronwort. Also ja, genau. Den, den Krieg über den Thron halt. Alter Piratenkönig. Oh. Vor allem, wer es werden wird, ist ja klar. Corby. Nein, Herr Meppo. Herr Meppo. Stimmt. Ah, genau. Und wegen, wenn dieser Captain Jack tatsächlich Captain Morgan ist, stimmt, wäre eigentlich cool, weil dann könnte Herr Meppo mal den hier machen mit seinem Vater. Und so würde es dann garantiert auch passieren. Würde mich voll freuen, weil Herr Meppo so richtig lustig. Also ich mag ich meine, der muss ja auch noch irgendwie seinen Kampf kriegen. Ja, stimmt, bei Corby, vielleicht mit Ruffy. Ja, also Herr Meppo wahrscheinlich mit Zorro, aber der muss ja auch mal irgendwann was Großes machen. Ja, irgendwie so seinen Vater zu besiegen. Wäre schon cool, dass er von das gehört hat. Ich meine, Herr Meppo so geil einfach. Doch, taucht wieder auf. Weißt du, nach dem CP9, wo so Corby und Herr Meppo wieder aufgetaucht sind. Kurz gegen Ruffy ins Auto gekämpft haben, die beiden wurden voll fertig gemacht und dann kommt die so, ey Ruffy, erkennst dich nicht wieder, ey komm, ist ja voll gewachsen. Und dann so, hey Meppo, und ich bin, keine Ahnung, wer bist du denn, ja, du, ihr wisst schon, der Sohn von, nein, keine Ahnung, Zauberer, aber du doch, oder, nein Digga, wer bist du denn, ich bin's, hey Meppo, hey Meppo, und dann, ach ja, der Spasti. Die Trauntüte. Die Trauntüte. Also. Das war der beste Auftritt von Gab. Niemand schläft, während sein Großvater in der Nähe ist. Nicht so zu wenig. Die Omas alte Pause. Ich schieße sehen und meine. Ja, genau. Hält ihn so fest. Du kriegst den Seil und dann. Ich schlafe beide. Oder weißt du. Hätte es nicht sagen sollen? Ja. Ich nehm's zurück. Was? Willst du dich auch zurücknehmen? Ach. Ja, das war so. Also, okay, Leute. Wenn die Waffe zusammenbauen. Was? Das ist doch unfair. Wie haben die Wand zerstört? Ja, für einen coolen Auftritt. Was? Und deswegen müssen wir sie jetzt wieder aufbauen? Das kannst du jetzt ruhig selber machen. Okay. Fucking Hammer. Ah, Gab ist cool. Ja, ich liebe Gab. Es gibt einfach so viele coole One Piece Charaktere. Ja, Buggy ist eh der Beste. Ich liebe Buggy.
Buggy ist cool, ja. Ey, Buggy ist so retard, ey. Feiner Buggy. Aber wir sagen Samurai. Hey, das erste Mal. Junge, Buggy, ey. Junge, wo du das erste Mal gesehen hast, denkst du so, was ist das für ein Vogel? Was ist ein Lapp? Das ist ein fucking Clown. Ganz ehrlich, wenn Buggy Samurai sein kann, dann kann es auch ihn. Das ist eigentlich viel unlogischer, dass Buggy Samurai geworden ist. Gut, der ist ja nur geworden, weil er der Gold Roger in der Crew war und nach dem Krieg ist ja alles rausgekommen und dann hat er diesen Brief bekommen von der Marine, dass er ein Samurai werden soll. Also er hat einen Brief bekommen, man weiß aber nie, was da drin stand, aber das darf man einfach ausgehen. Buggy, ey. Der Typ ist zu hart. Buggy, ey. Mann, wir lenken immer, oh mein Gott, ey, was für Themen wir überkommen. Ja, Buggy ist schon, ey, Buggy. Man will immer so darüber reden, was könnte als nächstes passieren, aber man schweift da immer voll ab, so, was ist schon passiert. Was kann man wirklich wissen? Es wird Krieg geben wahrscheinlich jetzt. Ich glaube wirklich, es wird echt so langsam zum Ende neigen. Weil man natürlich, also auch schon von Mingo spricht über den Krieg des Königs. Also über den Thron. Ja. Also der Thron zum Piratenkönig. Ja, ich hoffe, es dauert alles noch irgendwie ein bisschen. Vielleicht, ich weiß jetzt, ich glaube nicht, dass es irgendwie jetzt schon direkt kommt. Also jetzt quasi als nächstes, wenn noch vielleicht ein, zwei Arcs oder so kommen, könnte ich mir vorstellen. Ich glaube noch ein Arc oder so. Ich meine, weil, guck mal, was fehlt noch? Das hat ja auch richtig lange gedauert. Als Blackbeard Ace gefangen genommen hat, das richtig lange gedauert, bis man wieder Fort begonnen hat. Das war dann ja noch. War Bruder CP? Ja, das war sogar noch Thriller Park. Das war während der Thriller Park. Stimmt. War das mit Ace. Ja, stimmt. Thriller Park, war der Bruder CP und dann kam es. Weil dann kam noch die zwei Jahre. Der kam auch Impel Down. Also ja, gut, das hängt ja alles ein bisschen so zusammen. Aber das. Es kam schon einiges. Es war dann während, also bevor die zwei Jahre dann waren, war ja der Marineford. War das Thriller Park und Sabaody Aoshi-P? Nur die zwei Sachen, oder was? Ja, vielleicht auch nochmal zwei. Nach dem Sabaody war Waldeck Marineford. Ah, ja, klar, stimmt, logisch, die wurden ja dann getrennt. Ja. Aber das wäre ja alles ganz schön kurz, weil da hätten wir ja nur jawohl, nach in der neuen Welt zwei Arcs gehabt. Aber wir müssen überlegen, was, also, nee. Was noch fehlt, ist halt, die müssen ja noch die Dragon vorstellen, also die ganze Armee von ihm. Die ganze Revolutionäre, dann müssen wir mal vorkommen. Es muss so viel aufgeklärt werden, was mit Blauer Fasan ist, was jetzt mit Sanji ist. Dann muss jeder noch seinen Traum erfüllen. Normalerweise müsste es ja so sein, dass Ruffy seinen Traum zuletzt erfüllt. Weil dann ist One Piece ist ja zu Ende, wenn er Piratenkönig ist, kann man so sagen. Und eigentlich müsste jeder vorher noch irgendwie seinen Traum erfüllen. Oder halt alles auf einmal. Ich glaube, wahrscheinlich alles auf einmal. Oder so, der Boom könnte dann auftauchen, wahrscheinlich irgendwann. So kurz davor, kurz bevor den Schatz eröffnen, kommt so der Boom. Boah, ich hoffe nicht, dass irgendwie. Weil das Einzige, wo ich mir vorstellen kann, dass Luffy seinen Traum erfüllt, ist, wenn er tatsächlich sich irgendwie opfert im Krieg oder so. Das wäre so heavy. Obwohl auch die Lissabs Lügenzeug müssen noch erfüllt werden. Weil die werden ja auch noch wahr. Ja, die werden alle so ein bisschen nach und nach wahr, ja. Eben. Aber der muss mal auf jeden Fall nach Elban mal kommen. Und Nico Robin muss ja halt irgendwie die Geschichte auflösen. Also ich glaube, das kommt sogar kurz davor wahrscheinlich, wenn so nach dem Krieg. Wie heißt das? Poneglyph? Gibt es auch so Rio-Poneglyph, wo alle. Genau. Frankie war halt, dass er die Reise zu Ende bringt mit dem Schiff. Also das wird eh erfüllt werden wahrscheinlich dann. Dann der All Blue, der Kampf gegen Falkenauge. Dann die große Map. Von Nami, Weltkarte. Der einzige Traum, der wirklich so noch im Fall geht, ist der All Blue von Sanji. Ja, ob es den überhaupt gibt, ob der jetzt noch entstehen muss und so. Aber ich finde, das muss alles erst vorher gemacht werden, bevor Ruffy Piratenkönig ist. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendwie jetzt schon der Finale kommt. Vielleicht kommt jetzt nochmal ein Krieg, wo dann tatsächlich dich so langsam auflöst. Aber wer kämpft da? Das ist dann irgendwas mit Kai, aber noch nicht irgendwie so alles, sondern nur so ein bisschen. Aber wieder ein krasser Krieg, aber den dann vielleicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass die vier Kette, die jetzt aktuell sind, abgelöst werden. So langweise meinst du? Ja. Also genau, dass sie irgendwie erst alle vernichtet werden. Irgendwie. Shanks. Und dann halt durch die Rookies ersetzt werden. Ja, durch halt die vier besten. Oder durch die vier besten Allianzen oder sowas halt. Wahrscheinlich wird durch Kid einmal wahrscheinlich als einen von denen. Ja. Und so. Ruffy, aber dann wäre ja Blackbeard auch schon besiegt. Und dann vielleicht Kaido und Big Mom weg. Ja, genau. Und dann Shanks,
Blackbeard, Ruffy, Kid. Ja. Also Ruffy, Trafalgar Law Alliance und Kid, Basil Hawkins und also die Kid Allianz halt. Sie sind am Bleiben und dass das einen Krieg schon gibt und dann kommt der richtig krasse Endkrieg irgendwie nochmal. Weil Oda hat auch gesagt, dass Marineford ein Stück Scheiße gegen das Ende sein soll. Das Ende. Ich saß in der Schule mit einem Kumpel und wir saßen eine Freistunde, dann saßen wir da und haben über One Piece geredet. Und ich zum Kumpel so, ey Digga, stell dir mal vor, das Ende von One Piece. Diesen motherfucking Krieg. Wie krass er sein muss. Wir reden so, was alles passieren muss. Du weißt, sie kämpfen so. Wir sind gerade so im Krieg. Und dann kommt so plötzlich so Dragon, kommst du vorbei. Die kompletten Revolutionsarmee. Und sagst du auf, machst du so mitmischen. Und ich so, Alter Junge, stell dir mal vor. Hey, das kannst du. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. So. Und dann Zorro gegen Falkenauge, weil der Falkenauge so als Samurai zur Marine halten muss. Außerdem wollen die sowieso ihren Kampf haben. Der Kampf wird eh so genial. Ey, der Kampf muss auf die Fresse sein, ey. Wenn ich auch nachdenke, so, wenn ich mir jetzt so vorstelle, so, letztes Kapitel One Piece ist zu Ende, dann sitzt du da so. Und jetzt? Was soll ich machen? Ich sitze so da und sag so, Deutschland. Nee, aber echt, du sitzt dann so da, guckst, das war wie damals bei mir, als Breaking Bad zu Ende war. Letzte Folge gesehen, ich saß so da, ich so, was mach ich jetzt? Ich sitze so, mein Gott, muss ich nicht schon längst auf der Arbeit sein? Seit 3 Wochen? Es ist einfach. Da fehlt dir so ein Riesenstück aus deinem Alltag. Wenn man bis Ende bald. Jede Woche wartest du immer auf den neuesten Teil und das ist einfach so, das gibt es seit 18 Jahren, das ist fast unser Alter entsprechend. Und das begleitet uns quasi unser ganzes Leben. Und wenn das zu Ende ist, dann ist einfach so ein Riesenteil von unserem jetzigen, heutzutage Alltag, wie du gesagt hast, oder unserem Leben. Einfach weg. Einfach. Boah. Ich kann es gar nicht vorstellen, einfach. Ja. Du hoffst, da? Du siehst, so Mittagessen, was du verbietet. Oh, dann ist er schon vorbei. Das kann ich voll gerne so. Das ist wie wenn du darüber nachdenkst, was nach dem Tod kommt. Auch ein sehr gutes Aftalk-Thema. Ja, Mann. Das ist einfach so. Reintreten. Oh, was ist denn hier los, ey? Du warst auf stumm, ich hab's auf stumm gemacht. Das ist ja Vibration. Ja, ich hab's immer auf Vibration. Nimmst du den Tisch runter? Ja, guck mal, jetzt tun sie alle in der Gruppe Max zum Geburtstag gratulieren. Ich hab das schon viel früher gemacht im Video. Also, fuck you all. So. Wir lieben dich, Max. Also, nicht du, Max, falls du das sehen solltest. Du sollst dich nicht ficken. Max wäre hier auch ein guter Gast. Weil der schließt ja auch. Egal. So, wir kommen jetzt mal zum Ende. Weil, ich will euch da irgendwie sagen, ja. Eigentlich so, oder nach One Piece. Die nächsten großen Anime machen. Ja, es kommt eh noch ein paar Specials zum One Piece. Irgendwie so irgendwas, was noch ungeklärt ist. So filmmäßig. Ja, nächstes Jahr kommt auch ein neuer One Piece-Film. Keine Ahnung, was da geht. Ich mag keine Anime-Filme. Nee, die sind immer so. Die sind abseits von der Story und so. Die sind immer so random. Ja, das ist immer ganz cool gemacht und alles, aber so. Ah. Nee. Egal. Wir bringen jetzt mal diesen Abenteuer zu Ende. Wir werden wieder mal in ein paar Kapiteln wahrscheinlich wieder drüber reden, was passiert ist. Keine Ahnung, gibt keine Anzahl, wann wir denken, yo, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, also, wir haben uns dadurch gedacht. Dann wahrscheinlich, wenn hier sowas Großes offen steht. Ja. Also wenn sowas wie bei Kaido, also wenn so Big Mom auftaucht, so Pause, dann kommt nicht mehr Big Mom vor. So wie bei Kaido. Ich bin auch gespannt, wann wieder Kaido vorkommt. Okay, wir machen das diesmal in Affentalk, wenn Kaido nochmal vorkommt. Einfach so, egal in welcher Situation, einfach nur so, oh, ich bin Kaido. Oder also Kaido ist aufgetaucht. Sehr spannend, er hat nur Hi gesagt. Vermutungen? Vielleicht reißt jetzt Kid einen guten Witz, indem er sagt, wo? Weißt du, Hi, wo? Mein Gott, das ist so schlecht, Alter. Scheiß. Ich will so heulen, ey, wenn ich hier bin. Das wäre richtig lustig, wenn das passieren würde. Vor allem, weil der Witz im Englischen gar keinen Sinn ergeben würde. So, Shark? Where? Also der sagt, hi, where? Er ist so voll dumm. Voll vom Keil, voll vom Kid oder so. Egal. So, nächstes Affentalk-Thema. Keine Ahnung, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten, wie immer, bei One Piece oder vielleicht denken wir uns sowas auch. Und vielleicht schaffen wir es auch mal mehr Gäste aufzutreiben. Nico hatte natürlich heute wieder keine Zeit, der feine Herr. Und dann würde ich sagen, gebt dem Video. Kurzer Teaser. Für die nächste Challenge. Seid gespannt. Nächste Challenge. Gucken.
gucken. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wir haben was Großes gemacht. Also, ach stimmt, wir haben auch gar nicht erzählt, warum wir 100 Jahre kein Video gemacht haben. Schon einen Monat her, wir hatten Sommerpause. Ja, Sommerpause. Ah, ganz, ganz, ganz klar, Sommerpause. Ja. Sommerpause. Sommerpause. Was war das letzte Video? Sommerpause. Was war das letzte Video? Affentalk. Schule, gell? Ja, genau. Ja, ja, da war das ja. Ist schon richtig lange her. Da war ja auch Sommerferien. Da waren noch Sommerferien. Schulpause. Also, Schulferien. Ja, ja. Die Ferien sind jetzt rum. Die muss man nutzen. Ja. Wir denken vom Thema ab. Okay, auf jeden Fall. Also, nächste Challenge. Haut rein. Kurze, nächstes Video. Kurzes Cosplay. Also, es geht um Cosplays. Nächstes Video wird auf jeden Fall bald kommen. Wir hoffen es. Wir müssen es nur irgendwie mal schaffen, uns zu dritt zusammenzusetzen und mal was zu machen. Ey, das ist echt manchmal gar nicht so einfach. Ist ja auch egal.